Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zu Mustermatt. Heute mit dem letzten Millennium-Problem. Uns fehlt ja noch die Kategorie Retroanalyse. Und der Sieger in dieser Sparte ist eine Beweispartie in sagenhaften 57,5 Zügen von Dimitri Pronkin und Andrei Frolkin. Eine ganz besondere Beweispartie. Dieses Stück war 1999 noch der Rekordhalter, was Zuglänge in Beweispartien angeht. Erschienen war die Aufgabe 1989 und das war damals ein wirklich sensationeller Rekord, denn der alte Rekord, gerade mal 2 Jahre vorher aufgestellt, lag bei 48 Zügen. Das heißt, dass unser Autorenduo die Bestmarke um fast 10 Züge nochmal gesteigert hatte. Aber selbst wenn dieses Stück keinen Rekord aufgestellt hätte, es wäre auf jeden Fall ein großartiges und hochoriginelles Problem gewesen. Denn wenn wir uns mal überlegen, wie Retrostellungen normalerweise aussehen, da haben wir ja immer eigentlich den einen oder anderen Bauern auf dem Brett stehen, oft sogar sehr viele Bauern. Denn die Bauern sind ja die Figuren, die uns am ehesten etwas über die Vergangenheit einer Stellung verraten. Hier nun also kein einziger Bauer. Dafür aber auf beiden Seiten jeweils 8 Türme, also 6 Umwandlungstürme. Und diese insgesamt 12 Umwandlungen, die können wir nur auf eine Art erspielen. Sehen wir uns mal die Bauern in der Ursprungsstellung an. Wenn jetzt der weiße A-Bauer nach B7 schlägt, dann können wir 3 Bauern ohne weiteren Schlag umwandeln, nämlich den schwarzen A-Bauern und die beiden weißen B-Bauern. Das gleiche mit vertauschten Rollen. Hier kann jetzt der weiße C-Bauer sich umwandeln und die beiden schwarzen D-Bauern. Und wenn wir das noch 2-mal wiederholen, einmal für weiß, einmal für schwarz, dann stimmt die Bilanz. Auf beiden Seiten fehlen genau 2 Steine. Und wir haben die Möglichkeit für 12 Bauernumwandlungen. Diese Erkenntnis scheint uns allerdings erstmal nicht viel zu bringen, denn die Stellung sagt uns ja nichts darüber, auf welchen Linien diese 4 Bauernschläge stattgefunden haben. Und noch etwas, wenn wir uns mal einen der Türme ansehen, egal welchen, nehmen wir mal den auf D3. Dann wissen wir ja, der hat ursprünglich mal entweder auf A1 oder H1 gestanden oder er ist durch Umwandlung irgendwo auf der 8. Reihe entstanden. Und das kann überall gewesen sein, denn von jedem Feld aus konnte er im Prinzip mit 2 Zügen nach D3 ziehen. Und das gilt natürlich für alle 16 Türme. Wir sehen den nicht an, wo sie ursprünglich mal hergekommen sind. Ich werde euch jetzt mal die Lösung vorspielen, werde nicht jeden Zug erklären, aber das Ganze so ein bisschen in Etappen einteilen. Die erste Figur, die wir uns ansehen, ist der weiße Läufer auf F8. Wir werden gleich sehen, dass der im Laufe der Lösung über H6 nach F8 gezogen ist, wobei er eine Weile auf H6 stehen bleiben musste, denn F8 konnte er erst betreten, nachdem sich dort ein weißer Bauer umgewandelt hat und das Feld wieder verlassen hat. Was für Voraussetzungen brauchen wir nun, bevor wir den Läufer nach H6 ziehen? Zum einen muss der weiße D-Bauer natürlich ziehen, um die Diagonale frei zu machen. Der kann aber erst ziehen, wenn der schwarze D-Bauer auf C7 geschlagen hat. Das dauert ein bisschen. Zum anderen wollen wir den weißen H-Bauern auf H8 umwandeln. Und wenn der weiße Läufer zu früh auf H6 steht, dann steht er diesem Bauern im Weg. Und wir können den weißen H-Bauern auch erst umwandeln, nachdem der schwarze H-Bauer auf G2 geschlagen hat. Und wenn man das weiß, dann machen die ersten Züge schon mal Sinn. Jetzt kann der weiße H-Bauer loslaufen bis H7. Der schwarze D-Bauer schlägt auf C2. Der weiße D-Bauer gibt die Diagonale frei.
Und jetzt kann der Läufer nach H6. Der schwarze C-Bauer wandelt sich um in einen Turm. Der soll nun über C5 nach H5. Deshalb müssen wir aufpassen, dass wir die fünfte Reihe noch offen lassen. Jetzt ist der Turm auf H5 angekommen. Die nächste Etappe. Beide Parteien müssen im Laufe der Lösung rochieren. Weiß muss kurz rochieren und Schwarz muss lang rochieren und Schwarz wird als erster rochieren. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Dame, der Läufer und der Springer die achte Reihe verlassen. Außerdem müssen sich beide weißen B-Bauern auf B8 umwandeln und das Feld B8 wieder verlassen. Und das beginnt jetzt mit dem Zug C5. Der schwarze Bauer muss ziehen, bevor der Springer das Feld C6 blockiert. Jetzt kann sich der erste weiße B-Bauer umwandeln. Der soll über das Feld B4 nach A4. Deshalb Bauer A4, Turm B4, Bauer A3. Da ist der Turm angekommen und jetzt ist der Weg frei für den zweiten B-Bauern. Der wandelt sich um auf B8. Jetzt macht die Dame, die schwarze Dame, ihren einzigen Zug in dieser Partie mit einem Schach auf A5. Der weiße Turm von B8 zieht dazwischen. Der Läufer zieht nach B7. Und jetzt kann Schwarz lang rochieren. Jetzt, wo Schwarz rochiert hat, kann der weiße E-Bauer endlich auf F7 schlagen. Das ging ja vorher nicht wegen Schach. Und natürlich sollte er sich jetzt auf F8 umwandeln. Dafür muss Schwarz mit seinem Läufer das Feld freimachen. Da ist die Umwandlung. Und jetzt wollen wir als nächste größere Etappe mit Weiß rochieren. Und dafür müssen wir den Springer E2 bewegen, damit der Läufer F1 das Feld verlassen kann, auf dem er steht. Und die beiden schwarzen G-Bauern müssen sich umwandeln und das Feld G1 wieder verlassen. Also, wenn wir das möglichst schnell machen wollen, dann wäre jetzt logisch zu ziehen G1 Turm. Aber, weil Schwarz ja einiges an Zügen braucht, um diese beiden Bauern umzuwandeln, würden Weiß in der Zwischenzeit die sinnvollen Züge ausgehen. Weiß soll in dieser Zeit mit seinem Bauern F2 losmarschieren. Der weiße Turm F8 soll aber über F3 nach H3. Das muss also als erstes geschehen. Und deshalb geht es jetzt weiter mit dem Zug A2. Turm F3, A1 Turm, Springer nach A2. Jetzt kann der weiße Turm nach A3 und der weiße F-Bauer kann loslaufen. Der schwarze Umwandlungsturm von G1 ist jetzt auf E6 gelandet. Jetzt kann auch der zweite schwarze G-Bauer ziehen. Der Turm F8 zieht nach F5, macht das Feld F8 frei. Jetzt kann endlich unser weißer Läufer nach F8 gerade rechtzeitig, denn der Turm G1 muss nach G7. Es folgt Springer G3. Jetzt ist der Weg frei für den Läufer nach D3. Bauer nach E3 und da ist die weiße Rochade. Weiß möchte irgendwann mit seinen D-Bauern weiterziehen. Nach E2 ist er aber erstmal gefesselt. Deshalb jetzt E1 Turm und dieser Turm zieht weiter nach E3, entfesselt den weißen D-Bauern. Der schwarze Turm D8 macht Platz für diesen Bauern. D7 Schach, Dame D6 Schach,
Die Dame zieht nach C7. Jetzt wird der nächste weiße Zug sein, D8 Turm mit Schach. Deshalb muss Schwarz jetzt ziehen, Springer nach E7, damit der Springer jetzt dazwischen ziehen kann. Und jetzt kommt die letzte Umwandlung. Der schwarze Turm H8 macht Platz für den H-Bauern. Da erscheint unser 16. Turm. Der weiße König soll ja noch nach F1. Der schwarze Turm E1 muss erstmal den weißen Turm F1 entfesseln. Jetzt kann der König nach F1. Und jetzt werden am Ende noch ein paar Steine umgruppiert und ihr werdet sehen, wie raffiniert das begründet ist, dass immer ein Zug Voraussetzung für den nächsten ist. Der Läufer zieht nach D4, jetzt kann erst der weiße Turm nach C5 und der schwarze Springer nach E5. Der zieht weiter über C4 nach B2. Jetzt kann erst der weiße Turm von B4 nach C4, Springer B6 und der letzte Zug ist Dame B8. Im Problemschach ist es natürlich wie im Sport. Wenn irgendjemand einen Rekord aufstellt, dann wird es mit Sicherheit jemand geben, der versuchen wird, diesen Rekord einzustellen. In diesem Fall hat das ziemlich lange gedauert, aber im Jahr 2022 ist es gelungen, basierend auf diesem Stück hier eine Beweispartie zu komponieren, die noch zwei Halbzüge länger ist. Und die möchte ich euch zumindest kurz vorstellen. Das ist das neue Rekordstück, hat natürlich Ähnlichkeit mit dem Millennium-Problem. Aber Schwarz hat zum Beispiel zwei Umwandlungstürme weniger und dafür zwei Umwandlungsdamen. Die Lösung verläuft bis zum 28. weißen Zug, genauso wie beim Vorgänger. Dann kam dort die Umwandlung A1 Turm und hier jetzt A1 Dame und im Folgenden wird sich einiges wiederholen und manche Züge werden auch ganz anders sein. Auch der schwarze G-Bauer wandelt sich in eine Dame um. Die Bauern laufen, das kennen wir. Der weiße Läufer zieht nach F8. Diesmal zieht der schwarze Turm, aber nicht nach G7, sondern nach G5. Das haben wir auch schon gesehen, die Rochade. Jetzt wird wieder der weiße D-Bauer entfesselt. Auch das haben wir schon gesehen. Springer E7, D8 Turm. Und jetzt wird es aber nochmal ganz anders als im Millennium-Problem. Die schwarze Dame zieht nach G7 und jetzt stehen vier schwarze Schwerfiguren auf der G-Linie dem weißen König gegenüber. Das sieht schon ziemlich spektakulär aus. Und der letzte Zug ist natürlich wieder Dame B8. Wenn ihr die Lösung nochmal Zug für Zug nachspielen wollt, das könnt ihr machen, wenn ihr den Retro-Blog von Thomas Brandt aufruft. Den entsprechenden Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Das war der Cliffhanger vom letzten Mal, ein Matt in 3. Der Schlüssel ist Dame A4, Schwarz ist in Zugzwang. Wenn er mit dem König nach A1 geht, dann ist er schon direkt im nächsten Zug matt. Deshalb muss er ziehen B3. Jetzt kommt König schlägt E2 und jetzt hat Schwarz drei mögliche Fortsetzungen. Wenn der König in die Ecke geht, dann kommt Springer C3 matt. Wenn der König nach
C2 geht, dann setzt die Dame matt auf E4. Und wenn Schwarz den Springer schlägt, dann ist das Matt Dame D1. Als neuen Cliffhanger habe ich diesmal auch eine Beweispartie ausgesucht. Die ist aber so um den Faktor 100 einfacher als die beiden Stücke, die ich euch gezeigt habe. Also wenn ihr mal stressfrei ins Lösen von Beweispartien einsteigen wollt, das wäre eine gute Gelegenheit. Auflösung natürlich nächsten Freitag. Außerdem geht es nächsten Freitag um Brennpunkte. Die gibt es auch im Problemschach. Wenn euch das Video heute gefallen hat, wie immer freue ich mich über Likes, über Kommentare und über neue Abonnenten. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.